14. Spieltag. Der FC Ingolstadt gegen den VfB Lübeck. Noch nie in der langen traditionellen Geschichte beider Clubs gab es dieses Spiel. Auf der Bank nicht Rolf-Martin Landal, der noch in Quarantäne zu Hause. Deshalb Axel Giere dabei. Und die Frage, wer macht die Innenverteidigung beim FC Ingolstadt nach vielen Ausfällen, hieß am Ende Antonitsch und Keller. Hinein ins Spiel. Der VfB Lübeck gleich nach 2 Minuten mit einem ersten Ausrufezeichen. Deichmann auf Röser, der ja zuletzt noch als Co-Trainer fungierte beim Spiel in Lautern, hier mit der ersten Chance für die Gäste. Es sollte für das Team von Axel Giere auf lange Zeit auch die letzte bleiben. Der FC Ingolstadt natürlich ambitioniert, mit guter Herangehensweise, viel Pressing und Druck in dieses Spiel hinein. Aber auch die Chancen waren Mangelware bis hierhin. Marcel Gauss in der 33. Spielminute. Top genommen, top getroffen, aber ein bisschen besser noch gehalten von Lukas Räder. Kurze Kopfabwehr hier, Gauss legt hin, legt rein und Räder fliegt in die Ecke. Ingolstadt weiter bemüht, aber Chancen zum Teil durch Zufall, wie hier durch Kanica Elva aus der Drehung. Mal so ein kleiner Aha- und Überraschungsmoment in der 43. Spielminute. Aber vielmehr gab die erste Halbzeit nicht her, da musste man schon auf Beistand von oben hoffen. Hinein in die zweite Halbzeit. Ingolstadt wollte und wollte unbedingt. Forcierte die rechte Seite mit dem starken Michael Heinlort. Und die Kopfballchance dann von Kanica Elva, 57. Spielminute. Die gab so ein bisschen die nächsten 15 Minuten vor. Denn da forcierte Ingolstadt den Druck und das Tempo. Wieder Michael Heinlort und plötzlich war der Ball dann im Tor. 72. Spielminute, der Kapitän Stefan Kutschke. Heinlort mit guter Körpertäuschung gegen Boland. Harte Hereingabe und dann Kutschke einen Tick vor Räder zu seinem 5. Tor in dieser Saison und der Führung für Ingolstadt danach. So glaubte Ingolstadt, habe man das schon in der Tasche. Aber so läuft das Spiel des VfB Lübeck nicht, denn die hatten noch einen Geistesblitz in der 78. Spielminute durch den Ausgleich von Pascal Steinwender. Ausgangspunkt, dieser Pass von Marvin Thiel. Und dann Schnelligkeit, technisch ganz fein, das 3. Saisontor von Pascal Steinwender. Es war in der 78. Spielminute der erste echte Torschuss auf das Tor von Fabian Buntic. Danach noch wütendes Anrennen des FC Ingolstadt. Die beste Chance in der 86. Minute von Nico Antonitsch. Kommt hier ganz frei zum Kopfball und setzt diesen am Tor vorbei. Das war's in Ingolstadt. Wir haben heute es nicht geschafft, einen draufzulegen und das zweite vielleicht zu machen. Ja, der Gegner macht mit einer Situation das Tor, deshalb ist es umso ärgerlicher. Von unserer Seite auch erstmal ein großes Kompliment an unsere Mannschaft. Ich glaube, das ist für uns ein absolut gewonnener Punkt hier bei einem schweren Auswärtsspiel. Ist in unseren Augen auch verdient. Haben uns echt reingekämpft oder auch kämpfen müssen in die Partie und sind deswegen absolut zufrieden mit dem Punkt, ja. Quarantäne und nur 3 Tage Training. Trotzdem bei Ingolstadt einen Punkt geholt. Die Glückwünsche gab's per Telefon von Rolf-Martin Landal. Und der FC Ingolstadt nach dem 0:2 in Meppen wieder kein Erfolgserlebnis.